Moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft, mein Name ist Chris, ich präsentiere heute für unseren YouTube-Kanal Modbox. Ja, es passt zwar null zur Jahreszeit und auch zum aktuellen, wo das Wetter ist ein bisschen frisch hier, ein Streusalzlager. Ja, dieses Streusalzlager wird zur Verfügung gestellt von Agrarmodding und deren die Modder schreiben ihre Modbeschreibung, dass diese, ja, dieses Streusalzlager für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr und wir können es mit Modder runterladen und nutzen. Ja, vorab, wenn euch unser Mod-Vorstellung gefallen, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da noch oben da lasst. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr diesen Mod findet. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Und wenn ihr euch für die neuesten DLCs, für das neue Seasons Pass interessiert, schreibt mal unter dem Video oder in der Videobeschreibung. Da habt ihr alle Links zu allen DLCs und Seasons Passen. Und wenn ihr euch das darüber bezieht, dann unterstützt den McManus und den Entwickler direkt selbst. Und das wäre sehr, sehr cool. Ja, das Gebäude an sich ist ein schönes. Ja, ein Gebäude mit einer Holzvertäfelung, unten einen Betonsockel, oben halt auch ja, Fenster eingelassen. Außen das Licht geht automatisch an, sobald ihr quasi es dunkel wird. Und es ist einfach ganz easy. Ihr kennt es ja selber, wenn ihr mit Schnee spielt und müsst immer diese Streusalzdinger mit den Säcken auffüllen. Hier ist natürlich ganz einfach, ihr macht die halt einfach auf. Ihr habt hier diesen Modus, wo ihr quasi dann rückwärts ranfahrt, drückt R und dann belädt ihr euch quasi euren Streuer mit Streusalz. Ja, ist die Halle riesig, das ist glaube ich eher was für RP-Spieler, sowas wie jetzt zum Beispiel für True Farming, wenn man dann die Winterzeit einbricht, dann kann der Bauhof sich sowas vielleicht platzieren in den Ortsmitte oder halt auf der Map-Mitte, um einen zentralen Punkt zu haben, dass sie sich dort dann immer quasi beladen können und nicht dauernd mit Paletten hin und her gurken müssen. Finde ich persönlich sehr cool. Ja, auch hier steht, ne, nicht parken. Natürlich ist es nur Streusalz und man braucht es halt nicht so häufig, aber das Gebäude an sich, finde ich, hat eine sehr schöne Optik, passt auch fast in jede Map rein, also gerade zwischen europäischen Maps auf jeden Fall. Und wenn man es irgendwo beiseite platzieren kann, warum nicht, ne? Spricht da nichts gegen. Ja, ansonsten finden tun wir das Ganze unter Container, also jetzt Baumenü, Container haben wir hier hinten für 49.382, könnt ihr das Ganze platzieren. Farben könnt ihr nicht ändern, bleibt halt so wie es ist. In diesem ja, braunen Holzton mit der Betonfassade und diesem Alu-Armtor. Ja, befindet sich aktuell in Version 1.0, ist am 4.4.23 erschienen. Mit einer Größe 10x19 Meter, Preis 49.382, täglicher Unterhalt 23 Euro. So, und ihr müsst das Streusalz hier kaufen. Das ist dann nicht kostenlos, das müsst ihr natürlich kaufen. Ne, ich meine, wir können es auch mal demonstrieren. Komm, wir nehmen jetzt mal irgendeinen Traktor hier, nehmen wir den erstbesten Fendt, den mieten wir uns jetzt. Dann nehmen wir nochmal das kurz hier Streusalztechnik. Wo haben wir sie denn? Die Wintergerätschaften. So, hier mieten. So. Damit ihr auch mal die. Ja, seht, dass es auch verpassen funktioniert. Ich hänge jetzt mal ganz kurz dran. So, zack. Jetzt sagen wir natürlich, wir wollen zurück zu unserer. Ja, wo war es? Wo war es? Wo war es? Ich glaube, es war hier. Ah, fast. Fahren wir schnell rüber, wir können es ganz schnell aufmachen. Ja, auf jeden Fall ist natürlich dann einfach. Rückwärts ranfahren, beladen und dann könnt ihr losstreuen. Gerade auf Maps, wo ihr gerne oft mit Schnee spielt, ich weiß nicht, ob es auf der Ellengrad zum Beispiel öfters mal Schnee fällt, weil es ist ja Schweizer Alpen. Da wird es natürlich Sinn machen und es passt halt auch wirklich gut in die Umgebung rein. So. Bisschen rein. Mal drehen und wenden. Mal aufmachen das Ganze. So, jetzt gucken wir mal. Da, Befüllung starten. Und schon seht ihr, was es kostet. 400 kostet die ganze Füllung und dann könnt ihr quasi schon mal streuen. Ja. Dass das Ganze so einfach funktioniert, das Ganze. Ne? Einfach platzieren, rüber dran fahren und dann könnt ihr es. Ja, mehr kann ich jetzt noch nicht sagen, außer dass, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods verpassen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Tschüss.